Bevor wir zum eigentlichen Inhalt kommen, möchte ich kurz ein paar Worte zu uns sagen. Multiwatch wurde 2005 gegründet. Unser Ziel ist es, Umwelt- und Menschenrechtsverletzungen von Konzernen mit Sitz in der Schweiz zu beobachten oder aufzudecken und publik zu machen. Wir unterstützen Menschen, die betroffen sind von diesen Umwelt- und Menschenrechtsverletzungen und in ihrem Kampf für Gerechtigkeit. Exemplarisch möchte ich euch unsere Petition zu Glencore vorstellen. Da haben wir gemeinsam mit Betroffenen im globalen Süden die Inhalte erarbeitet und eben in Form einer Petition veröffentlicht. Die Petition wurde gemeinsam mit der Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien, CESA und Solifon lanciert und weitere Organisationen sowohl aus dem globalen Süden als auch aus dem Norden unterstützen diese Petition. Falls ihr diese Petition noch nicht unterschrieben habt, dann dann könnt ihr das noch tun. Ich werde euch den Link in den Chat stellen, so dass ihr das machen könnt. Jetzt muss ich da arschen. Vollbildmodus. So. Wir sind auch immer wieder froh über finanzielle Unterstützung, da wir eher eine kleine Organisation sind, um unsere Kampagnen auch zu finanzieren. Da habe ich euch auch noch Angaben in den Chat gestellt. So. Glencore ist sicher ein Schweizer Konzern, der den heutigen Neokolonialismus sehr gut repräsentiert. Bevor wir aber in die Gegenwart kommen, möchte ich einen historischen Rückblick machen. In der breiten Schweizer Öffentlichkeit ist es vielen sicher nicht bewusst, dass die Schweiz im Kolonialismus involviert war. Es wird häufig vom Kolonialismus ohne Kolonien gesprochen. Dabei gibt es verschiedene Ebenen, wie sich die Schweiz im Kolonialismus involviert hat. Einerseits gab es eine starke Migration mit Aufbau von Schweizer Städten im Ausland, verbunden mit auch Raumenteignung. Es gab ein starkes Söldnerwesen, in welchem Schweizer Söldner in den Kolonien auch Widerstand niederschlugen, wie in Haiti. Auch in der Wissenschaft wurde eben Wissen produziert, um auch gerade nicht weiße Menschen die Unterdrückung von nicht weißen Menschen zu legitimieren. Oder auch die Missionierung war ein Thema während des Kolonialismus. Hier möchten wir kurz auf die Traditionshandelshäuser der Familien Unternehmen anschauen, die während des Kolonialismus aktiv waren. Gerade im 18. Jahrhundert haben Schweizer den Handel mit Zucker, Tabak, Kakao und Kaffee entdeckt. Auch reiche Schweizer Familien waren als Textilhändler im sogenannten Dreieckshandel involviert. Dieser Dreieckshandel hatte zur Folge, dass gerade viele Afrikanerinnen und Afrikaner verschleppt wurden und versklavt in Amerika versklavt wurden. Durch Schweizer Beteiligung schätzt man, dass zwischen 1773 und 1830 rund
oder über mindestens 172.000 Menschen so verschleppt wurden. Also das war eine starke Beteiligung. Das Wissen über diese Beteiligung ist sehr gering in der Schweizer Bevölkerung. Deshalb ist es auch wichtig, darüber zu sprechen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und im 20. Jahrhunderts gab es einen starken Handel mit Baumwolle. Ein bekanntes Beispiel ist die Familie Volkart, die einen regelrechten Baumwollkonzern betrieben. Neben Baumwolle haben sie auch mit anderen Produkten gehandelt, Kaffee, Tee, Gewürze und andere Produkte wurden aus Indien und Sri Lanka importiert, während sie industrielle Erzeugnisse wie Papier, Seife, Uhren oder Medikamente dorthin exportierten. Also diese klassische koloniale Arbeitsteilung einerseits Rohstoffe aus dem Süden in die Schweiz importiert wurden und eben industrielle Erzeugnisse in den Süden exportiert wurden. Von dieser klassischen kolonialen Arbeitsteilung hat die Schweiz massiv profitiert und viele Schweizer Firmen wurden dadurch sehr erfolgreich und gewannen an Größe. Dann besonders in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und im 20. Jahrhundert dieser Handel wurde dann auch unter den Begriffen multinationaler Konzern bekannt, also dass man von multinationalen Konzernen sprach, und das wurde ganz fest verbunden mit dem Zeitalter des Imperialismus, Ende des 19. Jahrhunderts, also zwischen 1870 und 1914. Imperialismus wurde als Stadium des Kapitalismus bezeichnet, in der auf die Sättigung des Marktes reagiert wurde, indem expandiert wurde. Also die Schweizer Konzerne lagerten ihre Produktionsstätte ins Ausland aus. Das war auch gerade in dieser Phase, gab es einen ziemlichen Aufschwung in der Schweizer Wirtschaft. Und gleichzeitig war der Binnenmarkt sehr klein und der Handel zwischen den Ländern wurde durch Handelseinschränkungen beschränkt. Also wurden Produktionsstätte im Ausland erstellt. Diese Produktionsstandorte beschränkten sich zu dieser Zeit eher in Länder in Europa. Konzerne, die damals aktiv sind heute eben noch bekannt, vielleicht auch wenn unter anderem Namen. Also damals waren zum Beispiel schon Brown Boveri, das heutige ABB, Ziba und Geigy, die heute Novartis heißen, Mackie, Nestle, Süchard, Wander und viele andere Unternehmen haben so eine Expansionsstrategie verfolgt. Vielleicht um die Bedeutung auch aufzuzeigen, 1913 war, also am Ende dieser Zeit, war die Schweiz an der Spitze, was an der Spitzenposition, was direkte Investitionen ins Ausland betrifft, also gemessen an der Bevölkerung. Das heißt, der Kapitalexport, was man an Kapital im Ausland investierte, war die Schweiz auf Platz Nummer 1. Die
die Markteroberung im Ausland oder in der ganzen Welt hat dann nochmal eine neue Ebene erreicht nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Schweiz eigentlich Ausgangspunkt war für viele multinationalen Konzerne, also auch ausländische Konzerne, die extra ihren Sitz in der Schweiz, in die Schweiz verlagerten, um Handel zu betreiben von der Schweiz aus. Das Neue war auch, dass neben den Agrarrohstoffen, die wir vorher bei den traditionellen Handelshäusern gehört haben, kamen auch harte Rohstoffe dazu, wie Erdöl, Erze oder Metalle. Und da war zum Beispiel auch die Philipp Brothers, der Konzern Philipp Brothers ganz prominent, das später durch Abspaltung und Fusion das heutige Glencore wurde. Diese Rohstoffdrehscheibe, wie wir heute auch immer noch davon sprechen, entstand auch dadurch, dass es ein Schweizer Bankenwesen gab, das durch die Kolonialzeit eigentlich sehr gestärkt wurde. Das Beispiel der Volkart-Brüder, das ich vorher schon genannt habe, die waren auch nicht nur im Baumwollhandel aktiv, sondern die waren auch involviert in der Bankengründung. Sie gründeten die Bank in Winterthur mit, die später die Schweizerische Bankengesellschaft wurde, die heutige UBS. Also das war noch sehr stark verbunden. Ein weiterer Faktor, wieso dass die Schweizer Rohstoffdrehscheibe wurde, war sicher auch, dass die Schweiz als neutral galt. Also sie war ein Nicht-UNO-Land und musste sich nicht an die Einschränkungen der UNO halten. Also die Schweizer Konzerne konnten sozusagen ohne Einschränkungen Geschäfte treiben. Ein weiterer wichtiger Faktor war natürlich die Steuer, dass die Firmen kaum Steuern oder keine Steuern zahlen mussten. Also Holding- oder Domizilgesellschaften, gemischte Gesellschaften mussten keine Steuern zahlen. Also das förderte damals die Ansiedlung ausländischer Holdings. Ein weiterer Schritt war dann in den 70er Jahren, als das neoliberale Projekt so richtig losging, als nach einer Welle der Regulierung halt durch diesen Neoliberalismus wieder dereguliert wurde und auch durch die GATT und Nachfolgeorganisationen WTO Handelseinschränkungen abgebaut wurden, wurde der Handel auch immer mehr globalisiert. Also man sprach auch in dieser Zeit von der Globalisierung. In der Schweiz war in den 70er Jahren sehr prominent die Fusion zwischen CIBA und GAIGI. Und dann später in den 90er Jahren wurde ebenfalls sehr stark fusioniert, dass die UBS entstand, die ABB entstand und auch die Novartis. Es war eine Phase der Konzentration von Kapital und auch von den Aktivitäten, also die Forschung und die Entwicklung fand größtenteils in der Triade statt, also USA, Europa und Japan. Und von dort aus wurde eben die Geschicke der Konzerne gelenkt. Auch konzentrierten sich die Konzerne häufig auf einzelne Geschäftsbereiche. Also die Novartis konzentrierte sich auf Life Science und spaltete das Agrobusiness ab. So entstand auch 2000 Syngenta, das heutige Syngenta. Und
Andererseits gab es eine starke Rationalisierung durch die wachsende Industrialisierung. So sind wir schon fast in der Gegenwart angelangt. Damit würde ich Uli Gehler das Wort übergeben, der die Analyse des Schweizer Imperialismus uns vorstellen wird. So, jetzt muss ich da. So, jetzt machen wir das da. Genau. Man sieht mich, meine Folien. Super. Also ich bin der Uri Gehler. Ich bin seit 2015 bei Multiwatch dabei und habe mich vor allem mit Syngenta beschäftigt. Ich gehöre seit 2015 auch zu den Organisatoren des Basler March Against Monsanto und Syngenta. Ich habe in den letzten Monaten oder in den letzten 2 Jahren mit viel Herzblut bei der Konzernverantwortungsinitiative mitgemacht. Wir haben in meinem Quartier in Basel das größte Quartierkomitee für die Initiative der Schweiz aufgebaut und es hängen jetzt noch in allen Straßen diese schönen Fahnen für die Konzernverantwortungsinitiative. Es gibt aber auch Dinge, die mir in diesem Zusammenhang nicht gefallen haben. Es ist von im Zusammenhang mit bürgerlichen Komitees und einer generellen Ausrichtung der Initiative auf Wähler in der politischen Mitte ist auch viel Unsinn erzählt worden über die Schweizer Konzerne, während dieser Kampagne. So hat man das Problem der Menschenrechtsverletzungen auf schwarze Schafe eingeschränkt. Es gab Leute, der durchschnittliche Schweizer Konzern halte sich selbstverständlich natürlich an die Menschenrechte. Eigentlich gehe es in dieser Initiative nur um Glencore oder vielleicht ein paar andere wenige Konzerne. Man hat gesagt, es gehe darum, das Gros der Konzerne gegen die Tätigkeit einiger weniger schwarzen Schafe zu schildern und so weiter. Nun, habe selbst ja schon ziemlich weiße Haare und habe die ganze Entstehung dieser Weltherrschaft der Konzerne ja politisch noch miterlebt. 1971 oder 72 war es eigentlich noch ganz normal, dass man in der UNO und in der politischen Öffentlichkeit diese Machtkonzentration in den Händen einiger weniger multinationaler Konzerne als Skandal betrachtet hat. Und was jetzt passiert ist in den letzten 50 Jahren, ist eigentlich wie der Frosch, der im heißen Wasser langsam aufgekocht worden ist. Wir haben begonnen, diese Situation als normal zu betrachten. Heute wird nicht mehr die Macht dieser multinationalen Konzerne in Frage gestellt. Es wird nicht mehr gesagt, wie sie die Demokratie in Frage stellen, sondern man hat begonnen, sie in das ganze internationale System der UNO einzubinden. Man betrachtet sie als Gesprächspartner oder Vertragspartner von demokratisch gewählten Regierungen, obwohl sie sich einer solchen Demokratie entziehen. Mir ging es in meinem Buch, Elango verteilt hier den Link auf dieses Buch, das ihr als PDF auf der Multiwatch-Webseite beziehen könnt. Mir ging es darum, zu zeigen, dass die Menschenrechtsverletzungen, von denen wir in der Konzernverantwortungsinitiative sprechen, dass die nur die Spitze des Eisberges sind.
wenn wir über die Konzerne sprechen. Es gibt auch die ganz normale Ausbeutung. Das kennen alle von euch, die gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Es gibt, das gibt es auch bei uns, die normale Ausbeutung mit der die Lohnschere in den Schweizer Konzernen. Und was wir sehen, ist, dass in Ländern des globalen Südens dann eben auch eine Überausbeutung dazu kommt, also dass die Leute weniger verdienen, als sie eigentlich brauchen würden, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Wir sehen, dass die Prekarisierung, die es heute im globalen Süden gibt, wir haben gerade bei Syngenta immer wieder damit zu tun, dass Leute von festen Arbeitsverhältnissen in prekäre Arbeitsverhältnisse verschoben werden. Diese Prekarisierung, die beginnt hier auch in der Schweiz. Es gibt Angriffe auf die Gewerkschaftsfreiheit im Nestle-Konzern in Rumänien oder Russland, aber es gibt dieselben Angriffe auch hier in der Schweiz. Die Steuervermeidung, die beginnt nicht erst in Rhodesien oder in Südafrika, sondern die beginnt auch hier in der Schweiz. Und die ganze Untergrabung der Demokratie mit dem Argument, man ziehe halt weg, wenn es nicht so gehe, wie man will, das beginnt auch nicht erst in den Ländern des globalen Südens. Also mein Anliegen ist zu zeigen, dass die Frage der Menschenrechtsverletzungen nur die Spitze des Eisberges ist und nicht, dass es nicht einfach nur um schwarze Schafe geht. Nun, die ganze Geschichte ist gar nicht so harmlos. Also es ist eben so, dass die Schweiz nicht nur ein kleines Land ist, mitten in Europa, das sich in schönster Neutralität von allem, was rumherum passiert, abgrenzen kann. Ihr findet auf dem Internet den Machtindex, den Powerindex von Tony Norfield. Tony Norfield ist ein ehemaliger Banker vom Finanzplatz London, der sich nach seiner Pensionierung darauf konzentriert hat, sein Insiderwissen in politische Analyse umzustellen. Er hat auch zwei Bücher über den Finanzplatz London geschrieben und er führt seit einigen Jahren einen Machtindex. Welches sind die mächtigsten Länder auf der Welt? Und in diesem Machtindex berücksichtigt er auf der einen Seite das Bruttoinlandprodukt, er berücksichtigt die Auslanddirektinvestitionen, die Foreign Direct Investment, und er berücksichtigt auch den ganzen Devisenhandel und natürlich das Militär. Er kommt mit diesen Indikatoren und die Banken. Er kommt mit diesen Indikatoren auf einen Machtindex und misst jedes Jahr die Reihenfolge, die Machtreihenfolge der Weltmächte. Ihr seht in seiner Darstellung, dass die USA nach wie vor mit Abstand die größte Weltmacht sind, die dann von China und Großbritannien gefolgt wird. Ihr seht das auf diesem Diagramm. Und ihr seht, was euch wirklich überraschen wird, zwischen den Niederlanden, also nach Frankreich, Deutschland und den Niederlanden und Kanada, seht ihr dann plötzlich CH vor Italien, Australien, Singapur, Spanien, Indien, Korea, Russland und so weiter. Also in dieser Darstellung hat die Schweiz den Rang einer mittleren imperialistischen Macht. Die Schweiz ist nicht ein kleines Land, sondern die Schweiz ist, wenn man diese Faktoren in diesem Power-Index berücksichtigt, ein sehr gewichtiges Land und hat einen großen Einfluss darauf,
was in der Welt passiert. Typisches Beispiel, was wir zurzeit gerade über die Freigabe der Patente für Impfprogramme im globalen Süden diskutieren, das sind Themen, bei denen der Schweizer Imperialismus eine relevante Macht hat. Nun, dieser Machtindex, der setzt sich ja zusammen aus militärischer Macht am ersten Punkt, der wird bei der Schweiz also nicht besonders hoch eingeschätzt. Also es liegt nicht an unserer Milizarmee, dass die Schweiz eine so große Macht hat. Was hier ganz fest ins Gewicht fällt, sind die Banken, die sind hier weiß eingezeichnet in diesem Balken, und es sind die Ausland-Direktinvestitionen, Foreign Direct Investments, FDI. Ich werde also ein bisschen über Foreign Direct Investments sprechen. Ausland-Direktinvestitionen. Bei Auslandinvestitionen aus der Schweiz unterscheidet man, das ist so eine grundlegende Erkenntnis in der Betriebswirtschaftslehre, unterscheidet man zwischen sogenannten Portfolio-Investitionen. Das ist dann, wenn jemand von uns eine Aktie kauft von einem amerikanischen Konzern oder von mir aus auch von einem chinesischen Konzern, dann tätigt er wahrscheinlich eine Portfolio-Investition, weil er sicher damit noch keinen Einfluss auf die Unternehmenspolitik dieser Firma nehmen wird. Direktinvestitionen sind im Unterschied dazu, sind Investitionen, mit denen man einen Einfluss auf die entsprechende Firma nimmt. Das sind Tochtergesellschaften, also wenn man eine neue Tochtergesellschaft gründet in einem anderen Land, oder es sind Minderheitsbeteiligungen mit strategischer Absicht. Weil man nicht alle diese Investoren so schnell fragen kann, was sie damit beabsichtigen mit ihrer Investition, wird in der internationalen Statistik, Wirtschaftsstatistik, wird angenommen, dass Investitionen, Auslandinvestitionen, die zu mehr als 10% Eigentum an der entsprechenden Firma führen, dass das Auslanddirektinvestitionen, FDIs, sind. Also wenn wir Zahlen über FDIs sehen, dann können wir uns darunter Tochtergesellschaften von Schweizer Konzernen vorstellen oder Minderheitsbeteiligungen, die so groß sind, dass man einen sicheren Einsitz im Verwaltungsrat erhält der entsprechenden Firma und dass man einen relevanten Einfluss auf die entsprechende Firma hat. Das ist ja nun eigentlich das Wesen eines Konzerns, dass er finanziell Firmen kontrolliert, und das Wesen eines multinationalen Konzerns, dass er eben auch Firmen, Unternehmen im Ausland finanziell kontrolliert. Jetzt gibt es eine schöne Darstellung der Schweizerischen Nationalbank über direkte Investitionen, Schweizer, und ich würde euch einfach empfehlen, dann in meinem Buch, im Schweizer Konzernhandbuch, diese Dinge noch einmal detailliert anzusehen. Wir sehen hier die Zahlen für 2017 und 2018. Und wir lernen hier, dass im Jahr 2018 60 Milliarden Schweizer Franken Kapitaltransaktionen getätigt worden sind im Zusammenhang mit Auslanddirektinvestitionen. Um das noch einmal in eine Relation zu stellen, das Bruttoinlandprodukt der Schweiz, also die Wertschöpfung in der Schweiz, beträgt zurzeit etwa 700 Milliarden. Das ist das, was die Schweizer
gemäß nationaler Statistik erarbeiten. Und wir sprechen hier vielleicht von 5-10% je nach Jahr, was im Ausland in Tochtergesellschaften und Minderheitsbeteiligungen investiert wird. Gewichtiger ist die zweite Zeile. Ihr seht hier, durch diese Investitionen, die Kapitaltransaktionen, die man tätigt, bildet sich ein Kapitalstock in diesen Ländern. Das sind die Investitionen oder der Besitz von Schweizer Unternehmen in anderen Ländern. Und ihr seht hier, also dass die Schweiz etwa 2018 waren es 1,466,5 Billionen Schweizer Franken oder 1.466 Milliarden Franken Investitionsstock in ausländischen Ländern. Das entspricht also etwa dem Doppelten des Schweizer Bruttoinlandprodukts. Und aus diesen Investitionen, aus diesen Tochtergesellschaften oder Minderheitsbeteiligungen zog die Schweiz 2018 103,8 Milliarden Franken Einkommen. Also ihr könntet einmal dann die These aufstellen, also dies stimmt nicht, diese These, aber man könnte mal in einem ersten Wurf behaupten, dass die Schweiz da 100 Milliarden jedes Jahr aus anderen Ländern abzieht. Das wäre dann etwa ein Siebtel des Schweizer Bruttoinlandprodukts. Die Sache ist komplizierter, aber es wäre mal so ein erster Ansatz. Ihr seht auch in der untersten Darstellung, seht ihr, dass die Schweizer Konzerne im Ausland 2,1 Millionen Mitarbeiter beschäftigen. Also das heißt, ein relevanter Teil, das steht etwa gegenüber 4 Millionen Beschäftigten in der Schweiz. Die Schweizer Konzerne beschäftigen also im Ausland direkt, also im Rahmen ihrer Konzerne, etwa halb so viele Mitarbeiter wie in der Schweiz. Es gibt Konzerne, also zum Beispiel beim Nestlé-Konzern, arbeiten nur etwa 1% der Beschäftigten arbeiten in der Schweiz. Bei Glencore ist es noch weniger, von der Internationalisierung her. Bei der Basler Chemie sind es etwa 30-40% der Angestellten, die in der Schweiz arbeiten. Also ihr seht hier ein ganz mächtiger Betrag. Das ist viel Geld, das die Schweizer Konzerne in anderen Ländern angelegt haben. Tönt nach viel Macht. Was wir allerdings jetzt noch nicht besprochen haben, ist diese mittlere Zeile, dieser mittlere Block in dieser Grafik. Das sind umgekehrt die Kapitaldirektinvestitionen ausländischer Unternehmen in der Schweiz. Das Umgekehrte. Also wenn nicht die Schweiz ins Ausland investiert, sondern wenn ausländische Investoren Direktinvestitionen in der Schweiz tätigen. Und da sehen wir, dass also 2018 ging im Zusammenhang mit Steuerpolitik der damaligen Trump-Regierung, zogen verschiedene amerikanische Investoren das Geld aus der Schweiz zurück. Das wirkt sich hier in einem negativen bei den Kapitaltransaktionen aus. Aber die ausländischen Investoren hielten 2018 in der Schweiz einen Kapitalstock von einer Billion und 295 Millionen in der Schweiz. Und das ist gar nicht so viel weniger als die Schweiz umgekehrt oder die Schweizer Unternehmen umgekehrt in anderen Ländern halten.
Also auf der anderen Seite können wir von einer großen Macht sprechen, die sich in diesen Ausland-Direktinvestitionen auswirkt. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass ausländische Investoren eine ganz große Macht in der Schweiz haben. Also statt nur von der Macht des Schweizer Imperialismus zu sprechen, könnten wir auch die extrem große Abhängigkeit der Schweizer Konzerne von ausländischen Investoren besprechen. Also der Haupteindruck bleibt der einer extrem starken Vernetzung mit dem internationalen Kapital. Ja, wenn wir das vergleichen mit anderen Ländern, oder? Also wenn wir jetzt da von der Schweiz gesprochen haben, wie steht das dann mit anderen Ländern, oder? Also wir sehen, dass die Schweiz im 2018, also in Prozenten des Bruttoinlandproduktes, oder, dass sie 179% im Ausland besaß an Investitionen. Die gleiche Zahl bei Frankreich beträgt 54%. Also prozentual ist die Schweiz da mehr als ein Dreifaches stärker engagiert als die Franzosen. Sie ist etwa viermal so stark investiert wie Deutschland. Und umgekehrt ist es aber auch bei den ausländischen Direktinvestitionen in der Schweiz. Also der Vergleich zeigt, dass die Schweiz vergleichsweise extrem stark engagiert ist über Direktinvestitionen im Ausland und vergleichsweise extrem stark abhängig ist von ausländischen Investoren. Spannende Frage dann. Ich gehe dem im Buch dann nach, wohin gehen dann die Ausland-Direktinvestitionen? Also wohin geht denn das Geld oder wohin investieren die Schweizer Konzerne, in welche Länder geht das Geld? Und also die wichtigste Erkenntnis ist die Details könnt ihr da in meinem Buch nachlesen, die wichtigste Erkenntnis ist die, dass das Gros der Investitionen in der Triade des globalen Nordens bleibt, also dass das meiste Geld geht in die USA und nach Europa. Und ein bisschen Japan. Und das meiste Geld, diese Investitionen, die werden getätigt im Rahmen von Marktstrategien der Konzerne. Etwa wenn die Nestlé einen neuen Brand kauft oder die Novartis oder die Roche etwas dazu kaufen, um ihr Produktsortiment aufzubauen. Und das sind meistens dann andere Hauptsitze von anderen Konzernen. Und es ist also nicht so, dass die Schweiz primär in Ländern des globalen Südens investiert, Direktinvestitionen tätigt und dann irgendwie den Süden über diese Direktinvestitionen ausbeutet. Für das Thema Ausbeutung des Südens müssen wir uns andere Überlegungen machen. Von den 2,1 Millionen Mitarbeitenden von Schweizer Konzernen im Ausland arbeiten nur wenige wirklich im globalen Süden. Die meisten Mitarbeiter sind in den USA und teilweise auch in Europa. Und die Beziehungen mit dem globalen Süden funktionieren im Großen und Ganzen mit wenigen Ausnahmen nicht über Tochterfirmen, sondern über Lieferantenverträge. Oder? Also unsere Textilindustrie hat Verträge mit Fabriken in Thailand oder Bangladesch, in denen dann gearbeitet wird. Und die Textilarbeiterinnen in Bangladesch sind keine Mitarbeitenden der Konzerne, etwa von Triumph oder so, sondern sie sind Mitarbeitende von lokalen Textilfirmen,
und die Schweizer Konzerne können sich dann ihre Hände in Unschuld waschen. Es gibt eine gewisse Verschiebung in diesen Auslandinvestitionen zurzeit nach China und Südostasien, auch nach Vietnam und Indien. Und es gibt etwa in der Zwischenzeit etwa 200.000 Mitarbeitende von Schweizer Konzernen in Süd- und Südostasien. Die Globalisierung mit China geht aber mehr über Lieferantenbeziehungen als über Tochterfirmen. Dann ist es auch so, dass von den vollmundigen Versprechungen des Bürgertums beim Fall der Mauer 1989 irgendwie dem Osteuropa und das ehemalige Gebiet des Comecon-Warschau-Paktes in eine rosige Zukunft zu führen, oder? Dass davon nicht viel passiert ist. Es gibt, abgesehen von den polnischen Universitätsstädten, die gerne für Schweizer Callcenters gebraucht werden, oder wo die UBS Teil ihrer Verwaltung, Backoffice-Verwaltung macht, gibt es auch nicht viele Investitionen in Osteuropa. Und ganz armselig sind diese Auslanddirektinvestitionen in Afrika. Also es stimmt einfach rein faktisch nicht, dass die großen Schweizer Konzerne wesentlich zur Entwicklung etwa Afrikas teilnehmen. Auf alle Fälle sicher nicht über Tochtergesellschaften oder über Investitionen, weil faktisch praktisch nichts in diese Regionen läuft. Diese Zahlen findet ihr im Detail in meinem Buch. Nun, ich habe dieses Buch ja als auf den Wunsch von Leuten aus der Basler Klimabewegung geschrieben, am Climate-Streik 1917 wäre auch ein Datum, am Climate-Streik 2017 haben mich Teilnehmende gefragt, sie hätten gerne eine Liste der Konzerne, damit sie nicht immer vor den Türen derselben Konzerne demonstrieren. Also so irgendwie eine Liste, wo man dann herausfinden kann, über wen man Informationen bezüglich CO2-Ausstoß sammeln kann. Und ich habe mir Mühe gegeben, solche Rankings, solche Listen über die Schweizer Konzerne zusammenzutragen. Dummerweise ist es so, dass es verschiedene Dimensionen gibt, in denen man Größe definieren kann. Und es ist auch nicht ganz einfach, ein zum Beispiel ein ein Rohstofftransithandelsfirma wie die Glencore, den Umsatz einer Rohstofftransithandelsfirma mit dem Umsatz einer produzierenden Firma wie Nestle zu vergleichen. Oder es ist auch nicht einfach, den Umsatz einer Bank oder Versicherung mit dem einer Transportfirma zu vergleichen. Also deshalb sind alle diese Ranglisten sind mit Vorsicht zu genießen. Und ihr müsst nicht erschrecken, dass es verschiedene mögliche Reihenfolgen gibt in diesem Ganzen. Also die bekannteste Reihenfolge ist die nach Umsatz. Und in dieser Reihenfolge, die in der Handelszeitung jedes Jahr publiziert wird, fällt vor allem auf, dass unter den ersten 10 größten Firmen in der Schweiz 7 Transithändler dabei sind. Oder? Da gehört die Glencore als größte Schweizer Firma dazu, die also 2018 einen Umsatz von 217 Milliarden gemacht hat. Also könnt diese Zahl in Relation setzen zum erwähnten
Bruttoinlandprodukt der Schweiz von 700 Milliarden. Ihr könnt auch sehen, oder, dass die vier größten Umsatzgrößten Firmen in der Schweiz, alles Rohstoffhändler, Glencore, Vitol, Trafigura und Cargill International, dass sie zusammen einen Umsatz machen, der größer ist als das Schweizer Bruttoinlandprodukt. Das hängt damit zusammen, dass diese Rohstoffe, die da gehandelt werden, gar nie physisch durch die Schweiz laufen. Oder? Das ist mehr so eine Art Kontaktbörse oder eine Rohstoffbörse, was diese Firmen betreiben. Und physisch kommen diese Waren gar nie durch die Schweiz. Obwohl wir ja mit Basel einen international akzeptierten Meerhafen haben. Die Nestlé als gewichtigster Schweizer Konzern, ich komme auf das noch einmal zurück, kommt dann auf Rang 6 und dann haben wir mit der Gunvor wieder einen Rohstoffhändler und erst dann kommen die Roche und die Novartis. Also das ist eine Sicht der Dinge. Genau. Eine andere Sicht ist die Sicht, wie wertvoll sind die Firmen? Also was ist ihre Marktkapitalisierung an der Börse? Diese Marktkapitalisierung, die ist natürlich börsenabhängig. Wenn der Börsenkurs steigt, steigt die Marktkapitalisierung der Firmen, die sind dann mehr wert. Wenn die Börse fällt, geht es runter und die so hat zum Beispiel bei der UBS und bei der Credit Suisse hat die Marktkapitalisierung ziemlich fest abgenommen. Ihr seht hier bei der Liste der wertvollsten Schweizer Firmen, seht ihr da die UBS nach Nestlé, Roche, Novartis, JEP, Zürich, Richemont und Glencore findet ihr erst die UBS. Und ihr seht also mit großem Abstand die wertvollste Schweizer Firma, die wirtschaftlich gewichtigste Firma ist die Nestlé. Die hatte da 2019 eine Marktkapitalisierung von 297 Milliarden, oder? Entspricht also fast der Hälfte des Schweizer Bruttoinlandprodukts. Und wir haben dann die Chemie, die beiden großen Basler chemischen Firmen, Roche und Novartis, die einen ganz gewichtigen Beitrag haben. Es ist so, wenn ihr die Schweizer Börse nehmt, also den Index der Schweizer Börse mit den Fix-Index, mit den größten Firmen, dann gehören auch drei Konzerne machen die Hälfte der ganzen Börse aus in der Schweiz. Also wenn Nestlé oder Roche oder Novartis Probleme erhalten, dann wird eigentlich die ganze Schweizer Börse destabilisiert. Und es ist nicht mehr die UBS und die CS, sondern es ist insbesondere die Basler Pharmaindustrie, die heute 40% der Exporte der Schweiz ausmachen und die auch an der Börse einen ganz zentralen Stellenwert haben. Ihr seht, es gibt hier eine andere Reihenfolge und die Glencore, die in der Umsatzgewichtung ganz vorne erscheint hier doch ziemlich weit hinter den Nestlé, Roche und Novartis. Ihr habt die Zürich gesehen, ist auch eine wichtige Erkenntnis. In der Klimabewegung wird immer gegen die Banken protestiert. Dabei sind in der Zwischenzeit die Versicherer in der Schweiz wirtschaftlich mindestens so gewichtig wie die Banken. Und die Schweiz hat mit der Zürich-Versicherung und mit der Swiss Re, Schweizer Rückversicherung, zwei international gewichtige Versicherungskonzerne. Und von JEP habt ihr wahrscheinlich alle noch nie etwas gehört. Also das ist ein international ein Unternehmensversicherungskonzern,
der Haftpflichtversicherungsprogramme für Konzerne anbietet oder der einen Sitz in Zürich hat und den kein Mensch in der Schweiz kennt, ist aber größer als die Zürich-Versicherung, ist einfach nicht in der politischen Öffentlichkeit transparent geworden. Das wären also auch ganz interessante politische Themen, wenn man über Fragen der Unternehmenshaftpflicht im Zusammenhang mit Erdöl und dem ganzen CO2-Energiebusiness spricht. Vielleicht auch noch die Frage, wem gehören die Schweizer Multis? Also bitte nicht enttäuscht sein. Es gibt an der Schweizer Börse gibt es noch 3 Konzerne, die mehrheitlich im Schweizer Besitz sind. Das ist die Roche, die Swisscom und die Swatch. Alle anderen großen Schweizer Konzerne sind mehrheitlich im Besitz von ausländischen Aktionären. Zum Beispiel Nestles Aktionariat ist zu 64% ausländisch. Und der größte Investor an der Schweizer Börse ist die amerikanische Investmentgesellschaft BlackRock. BlackRock ist so eine passive Investmentgesellschaft, die eigentlich immer den Marktindizes an der Börse folgt und die aber bei fast allen großen Schweizer Firmen zwischen 4 und 5% der Aktien besitzt. Die Verwaltungsräte und Konzernleitungen der meisten Schweizer Konzerne sind ausländisch dominiert. Und die Schweizer Konzerne sind im Großen und Ganzen einfach schweizerisch in dem Sinne, dass sie Unternehmenssteuern in der Schweiz zahlen. Und wenn es dann der OECD gelingt, die Unternehmensbesteuerung international anders zu organisieren, oder dann gibt es plötzlich fast keine Schweizer Konzerne mehr. Es ist mir auch aufgefallen, dass die Schweizer Nationalbank für ihre Statistiken 2013 die Definitionen geändert hat, was ein Schweizer Konzern ist. Und bis 2013 war die Definition strenger. Und wir hätten heute wenn wir die alte Definition beibehalten hätten, hätten wir keine Schweizer Konzerne mehr, schon jetzt. Es gab also eine Redefinition des Begriffes. Ein großer Teil der Investitionen der Schweizer Konzerne gehören luxemburgischen und liechtensteinischem Kapital. Dahinter verstecken sich die Anlagefonds mit Sitz in Luxemburg und Liechtenstein, hinter denen aber indirekt wieder amerikanisches und europäisches Kapital steht. Ich habe hier da so eine grafische Darstellung von der SNB, die zeigt, dass etwa 42% der ausländischen Direktinvestitionen in der Schweiz aus den USA kommen. Und also die Schweiz gehört etwa zur Hälfte. Die Schweizer Direktinvestitionen in der Schweiz gehören etwa zur Hälfte den Amerikanern und zu einem anderen Teil, so verteilt, den Europäern. Ich hab dann in meinem Buch Konzerne ein bisschen im Detail beschrieben. Ich schlage eine Methode vor, wie man diese Konzerne beschreiben kann. Und was allen diesen Konzernen, diesen multinationalen Konzernen gemeinsam ist, das ist, dass sie eine oligopolistische Marktmacht in speziellen Zielmärkten haben. Also sie haben kein Monopol in dem Sinn, dass es immer noch einen Konkurrenten gibt. Also Syngenta hat noch Bayer als Konkurrent,
aber sie arbeiten alle in Zielmärkten, in denen es nur noch ganz wenige Player gibt. Und die Player, die kennen sich gegenseitig, können sich gegenseitig absprechen und können ihre Strategien aufeinander abstimmen. Und sie haben eine Marktmacht auf den Unternehmen, und zwar auf der einen Seite gegenüber den Lieferanten und auf der anderen Seite gegenüber den Kunden. Also sie können auf der einen Seite, zum Beispiel die Nestle hat einen ganz großen Einfluss in der Landwirtschaft, weil sie Preise für landwirtschaftliche Rohstoffe definieren kann. Viele Nestle-Produkte brauchen Milch. Also hat die Nestle einen großen Einfluss, wie viel Geld die Bauern für Milch erhalten. Sie hat hier eine große Macht. Und auf der anderen Seite hat sie natürlich auch eine große Macht bei ihren Kunden. Also wie viel die Kunden bezahlen müssen für Kaffee oder für Getreide, Schokostängel von Nestle. Also es sind monopolistische Strukturen, aber also wir sprechen von einem Oligopson oder ein Oligopol, wenn nur noch ganz wenige Konzerne die Macht teilen in den entsprechenden Märkten. Ich habe versucht, so dieses Phänomen anhand von Syngenta natürlich, aber auch anhand von Nestle und Novartis, Roche und Glencore zu schildern und so versucht, dann beispielhafte Beschreibungen für die Macht der Schweizer Konzerne zu erstellen. Ja, vielleicht mein Fazit. Ich habe hier noch ein Zitat von John Ziegler gefunden. Ziegler schreibt so in einem Interview über sein Treffen mit Che Guevara 1964. Dann kam die erste Weltzuckerkonferenz 1964 in Genf. Die Kubaner hatten nur ein Konsulat in Prag. Sie fragten an, ob ich helfen kann. Und so wurde ich für 12 Tage der Fahrer von Che. Am Vorabend der Abreise nahm ich all meinen Mut zusammen und sagte, Kommandante, ich will mit euch gehen. Er stand mit seiner olivgrünen Windjacke und seiner Baskenmütze mit dem goldenen Kommandantenstern am Fenster und schaute über das abendliche Genf mit dem See und den Leuchtreklamen der Banken. Er sagte, siehst du diese Stadt? Das ist das Gehirn des Monsters. Da bist du geboren. Da musst du kämpfen. Ich glaube, das wäre eine gute Überleitung für Silva. Ja, sehr schönes Zitat. Vielen Dank, Ueli, und auch Elango. Das war jetzt sehr viel Information und ich werde jetzt nicht noch mehr Informationen erzählen, sondern einfach unsere Kampagne Konzernbeobachtung vorstellen, wo wir eben versuchen, wie wir möglichst gut im Gehirn dieses Monsters gegen die Konzerne kämpfen können. Ja, ich bin Silva, ich bin auch seit etwa 5 Jahren bei Multiwatch. Ja, wir sind daran, eine neue Kampagne zu machen mit Multiwatch, die Konzernbeobachtung heißt. Und was eigentlich unsere Idee ist, ist möglichst viele Aktivistinnen und Aktivisten zu gewinnen, die gegen Konzerne was machen wollen politisch und auch hier die nötigen Fähigkeiten irgendwie zu vermitteln für die darauf Lust haben und auch die Leute zu vernetzen und so spontane Kampagnen zu ermöglichen gegen Konzerne in der Schweiz, weil wir ja gehört haben, es gibt genug davon von Konzernen hier. Die Idee ist ein bisschen entstanden im Nachgang der Konzernverantwortungsinitiative, die ihr sicher alle verfolgt habt, sehr erfolgreiche Kampagne, sehr knappe Niederlage. Und ein Erfolgsfaktor war ja, dass es so viele Leute gab, Freiwillige in der ganzen Schweiz, die sich für diese Initiative engagiert haben und die auch auf der Straße wirklich dafür eingestanden sind. Und
die Konzernverantwortungsinitiative hat ja einen großen Apparat, um eigentlich diese ganzen Freiwilligen zu koordinieren und zu organisieren und so. Das können wir nicht bieten. Multivac ist ja eine sehr, sehr kleine Gruppe. Aber was wir möchten, ist eigentlich diejenigen dieser Freiwilligen, die immer noch Lust haben, sich da wirklich weiterhin politisch zu engagieren, Recherchen zu machen zu Konzernen, Kampagnen zu organisieren, sie abzuholen und eben das zu ermöglichen, ein bisschen zu koordinieren, auf einem sehr viel kleineren Maß, aber trotzdem. Die Konzernverantwortungsinitiative selber wird es auch weitergeben, aber sie haben wie einen anderen Fokus. Sie werden eher auf Lobbying, Sensibilisierung fokussieren, nicht so sehr auf die Freiwilligen. Das heißt, was wir machen, ist in sehr viel kleinerem Maß einfach versuchen, ein paar dieser Leute abzuholen, für die politische Arbeit gegen die Konzerne. Und unsere Idee ist schon, das ist auch sehr der Geist von Multivac, das habt ihr ja jetzt auch ein bisschen gehört in der letzten Stunde, dass, okay, es gibt kein Gesetz, aber was es wirklich braucht, ist mehr Druck von der Straße und dass dieser Druck nicht aufhört, nur weil wir diese Kampagne der Konzernverantwortungsinitiative verloren haben. Also wirklich diesen Druck auf der Straße, auch global vernetzt, in Solidarität mit dem globalen Süden aufrechtzuerhalten, das ist eigentlich unser Ziel, dieses Projekt Konzernbeobachtung. Ich habe schon gesagt, es ist von Multivac, es kommt von Multivac aus, es ist ein, im Vergleich zu der Konzernverantwortungsinitiative, super kleines Projekt, aber wir versuchen uns zu vernetzen mit anderen Organisationen, das zusammenzumachen und hier etwas auf die Beine zu stellen, das ich euch jetzt kurz vorstellen möchte. Diese Kampagne oder dieses Projekt besteht vor allem aus zwei Teilen. Eines ist ein kleines, nicht so ein kleines, aber ein handliches Handbuch dazu, wie man eigentlich Recherche machen kann oder wie man Konzerne beobachten kann, so dass man nachher auch erfolgreiche Kampagnen machen kann. Es soll ein Handbuch sein mit ganz konkreten, ein ganz konkretes Handbuch, also zum Beispiel, wie findet man eigentlich raus, wer einem Konzern Geld gibt, also Kredite gibt, ist vielleicht, also wo sind die Konzerne überhaupt tätig? Wie lese ich die Finanzberichte der Konzerne, um herauszufinden, wo es vielleicht Probleme gibt oder wo sie Verlust machen, wo sie Gewinn machen? Wie kann man das besser verstehen? Ist die öffentliche Hand involviert und so weiter? Also einfach, um Konzerne besser zu verstehen und auch besser Kampagnen machen zu können gegen die Konzerne. Das Ziel ist nicht einfach so, Konzerne zu beobachten, sondern Konzerne zu beobachten und zu verstehen und Angriffspunkte zu finden. Wie können wir Kampagnen machen, die auch die Konzerne wirklich stören oder wirklich bewegen im besten Fall? Das kann zum Beispiel sein, gibt es einen Politiker oder eine Politikerin oder sonst eine bekannte öffentliche Person, die mit dem Konzern verhängt ist? Gibt es eine Bank, die sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen schreibt, die man angreifen kann und die dem Konzern Geld gibt? Immer gut ist, wenn die öffentliche Hand Geld drin hat, kann man hier etwas machen. Also das Ziel ist wirklich, Konzernbeobachtung für Kampagnen zu machen. Und vor allem hoffen wir, durch dieses Handbuch selbstständig geführte und dezentrale Kampagnen und Aktivitäten zu ermöglichen, die sich natürlich vernetzen können, aber die dann gemeinsam eigentlich eine große Macht oder eine große politische Kraft entwickeln können. Wie gesagt, für uns ist es wichtig, dass das nicht nur bei uns bleibt, sondern dass wir das mit anderen machen können, dass sich die Leute, die sich dafür interessieren und interessiert haben während der Konzernverantwortungsinitiative, auch kennen, sich vernetzen können und dass da was entstehen kann. Ich habe noch etwas vergessen zu dieser Folie zu sagen. Sorry, was ihr hier rechts seht, ist das Handbuch von einer befreundeten Organisation aus England. Es ist so ein Handbuch, das sie gemacht haben, schon vor ungefähr 8 Jahren oder so, Investigating Companies. Es ist ein bisschen unser Vorbild. Wir dürfen das auch übernehmen, dort, wo wir das wollen. Ich kann es euch sehr empfehlen. Ihr findet das easy im Internet. Ich kann nachher auch den Link noch teilen. Es ist ein sehr...
sehr hilfreich und das war eigentlich für uns die Inspiration, das sowas auch zu machen. Das hat auch einen riesigen Erfolg gehabt eigentlich in England, dieses Handbuch. Gut, dann kommen wir zur nächsten Folie. Danke. Und weil uns diese Vernetzung und diese Dezentralität dieser Kampagnen so wichtig ist, gibt es noch einen zweiten Teil eigentlich zum Handbuch dazu oder sehr eng verbunden mit dem Handbuch. Und das ist ein Lehrgang, oder Lehrgang ist vielleicht ein großes Wort, aber so eine Mini-Ausbildung zum Thema, wie kann man Schweizer Konzerne, wie können wir Schweizer Konzerne zur Verantwortung ziehen. Unsere Idee ist, ein Wochenende zu machen, und dafür eben für die Vernetzung und fürs Lernen ein bisschen ähnliche Themen anzusprechen, wie ich vorher schon gesagt habe, beim Handbuch und dazu auch Expertinnen und Experten einzuladen, die das auch erzählen. Es werden übrigens auch die Expertinnen und Experten sein zu diesen Themen wie Finanzberichte oder was auch immer für Analysen, die in diesem Handbuch auch schreiben werden. Das Ziel ist das gleiche, eben diese Kampagne zu ermöglichen. Und uns ist aber auch als Multiwatch besonders wichtig, auch immer, dass wir diese Kampagnen, dass wir diese Angriffe auf Konzerne zusammen in sehr enger Zusammenarbeit machen mit Leuten aus dem globalen Süden, die auch oft die schlimmsten Auswirkungen dieser Konzernaktivitäten spüren. Diese Zusammenarbeit ist für uns wirklich sehr zentral. Wir hoffen, dass wir Leute finden aus dem globalen Süden, die fürs Buch schreiben. Und vor allem möchten wir auch eine Aktivistin oder einen Aktivisten einladen für diesen Lehrgang, um ihre Sicht der Dinge auch zu präsentieren und damit wir ein bisschen besser verstehen, wie ist es eigentlich für Sie in einer so globalen oder global organisierten Solidaritätskampagne mitzumachen oder Teil davon zu sein. Denn es ist ja sehr wichtig, diese internationale Zusammenarbeit, Solidarität, aber es ist manchmal auch schwierig, weil es natürlich immer ein Gefälle gibt. Die Leute im Süden sind oft viel unmittelbarer betroffen. Sie haben vielleicht andere Mittel, sich zu wehren. Und vor allem tragen sie unvergleichbar größere Risiken als wir, wenn sie sich wehren. Das heißt, es ist schon sehr wichtig, darüber mit Leuten eben aus dem Süden zu diskutieren und auch unter uns sich auszutauschen mit Leuten, die vielleicht schon viel Erfahrung damit haben. Es ist wie wichtig, dass es bei uns bei dieser Beobachtung immer darum geht, wie kann man eine Kampagne effizient machen oder wirksam machen. Also es geht immer um Recherche für Kampagnen zu machen, Kampagnen zu organisieren und durchzuziehen. Wir wollen es mit anderen Organisationen machen, aber vor allem brauchen wir auch noch Leute, die dazu motiviert sind, mitzumachen. Konkret, also die Lust haben, zum Beispiel bei diesem Buch einen Teil mitzuschreiben, in der Redaktion zu sein, die, keine Ahnung, Layout gut können oder die Lust haben, diese Vernetzung zu übernehmen, die Lust haben, bei diesem Lehrgang mitzuorganisieren. Egal was eigentlich. Wenn ihr Interesse habt, freut es uns voll, wenn ihr euch meldet und auch wenn ihr einfach Lust habt, dann das Buch zu kriegen oder an diesem Lehrgang teilzunehmen, meldet euch unbedingt. Wir freuen uns darauf. Das wäre es von meiner Seite. Ihr habt sicher oder hoffentlich viele Fragen, entweder zu unserem Projekt oder auch zu den vielen Infos, die da vorher kamen. Und ja, wir freuen uns auf eure Fragen und Beiträge. Ihr könnt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die via Chat stellen. Also ihr habt jetzt die Möglichkeit, konkret zu den Gesagten von mir, von Uli Gehler und Silva Lieberherr direkt Fragen zu stellen. Und dann versuchen wir, diese zu beantworten. Und im Anschluss würden wir ansonsten nochmal eine Kampagne kurz skizzieren, an welcher wir auch diskutieren können.
So. Wenn es einfacher geht, könnt ihr auch die Frage direkt stellen. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch ob ihr das Stummschalten abschalten könnt. Ja, ihr könnt die Stummschaltung aufheben, schreibt Sandra gerade. Vielen Dank. Also ihr könnt eigentlich auch direkt Fragen stellen. Ja. David. Ja. Hallo zusammen, danke vielmals für euren Beitrag. Ihr hört mich? Ja. Gut. Wegen der Kampagne ist mir nicht ganz klar geworden, wie eben ihr macht das als Multi-Watch und habt gesagt, das ist eben, ihr seid eine sehr kleine Organisation mit kleineren Kapazitäten. Was ist denn der Grund, dass das nicht eine Kampagne von der Konzerninitiative sein kann? Gibt es da inhaltliche Differenzen? Das wäre meine Frage. Lango, magst du? Ja, es ist so, dass das Sekretariat für die Konzernverantwortungsinitiative, das war eigentlich ursprünglich geplant, dass das nach der Abstimmung eigentlich nicht mehr existiert. Also es war wie das Ziel, egal wie die Abstimmung halt zu Ende geht, dass das nicht mehr weiter existiert. Und die Idee eben zu diesem Konzernhandbuch und auch zu dem Lehrgang hatten wir eigentlich schon vor 2 Jahren etwa, oder? Vor 1 bis 2 Jahren. Und wir haben gefunden, das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt nach der Abstimmung, um das wirklich anzugehen. Und parallel dazu, eigentlich hat sich das Sekretariat dazu entschieden, eben weiter zu existieren und hat aber einen anderen Schwerpunkt gelegt. Also sie wollen eigentlich die Ressourcen, die sie einholen für eben Lobbying, also was zum Beispiel auf europäischer Ebene, also EU-Ebene geschieht, in die Schweiz tragen. Sie wollen auch die Umsetzung dieses Monitorings oder dieser Pseudolösung überwachen und auch die Fälle, die sie während der Kampagne verfolgt haben, weiterverfolgen. Also da gab es wie eine Schwerpunktsetzung. Wir sind dort auch immer noch Teil davon, von der Konzernverantwortungsinitiative. Die Schwerpunktsetzung war eigentlich irgendwo anders und wir haben uns dann eher auf diesen Aspekt konzentriert, wo wir sehr stark finden. Weil wir gerade eine kleine Organisation sind, sind wir natürlich angewiesen auf Leute, die sich engagieren, und wir wissen eigentlich alle, dass eine kleine Gruppe auch von 5 Personen kann mega viel bewegen. Also von dem her haben wir uns einfach einen anderen Schwerpunkt gesetzt. Das heißt aber nicht, dass wir mit dem Sekretariat oder mit anderen Organisationen zusammenarbeiten. Also wir sind uns bewusst, dass wir das nicht alleine stemmen können, sondern auch, wir sind auch keine Expertinnen, Experten für Geschäftsberichte lesen zum Beispiel, sondern das Wissen holen wir uns ein. Aber wir wollen auch sagen, dass wir gar nicht Expertinnen sein müssen, um Widerstand zu leisten und um Solidaritätsarbeit zu leisten. Das können alle, oder? Und wir brauchen nicht einen professionellen Apparat, um das zu leisten. Also das ist so wie unser Beitrag,
dass wir das vielleicht auch dezentraler lösen können und dass dadurch auch weniger Schranken vorhanden sind, vielleicht wie bei einer Konzernverantwortungsinitiative, um auch je nach Gruppe inhaltlicher radikaler zu sein, auch von der Aktionsform andere Aktionsformen zu wählen. Das hängt dann auch immer von den Gruppen und von den Betroffenen ab. Ich weiß, ist die Antwort so befriedigend? Super. Es kam noch eine Frage an Ueli im Chat. Ich werde sie schnell vorlesen, Ueli. Also es gibt eine Frage zur Schweizer Rohstoffdrehscheibe. Kommen die Konzerne wegen wenig Besteuerung? Was genau sind gemischte Unternehmen und warum müssen sie keine Steuern bezahlen? Also weshalb kommen die Rohstoffkonzerne in die Schweiz? Glencore, Vitol, Gunvor und wie sie alle heißen. Also sicher sind die Steuern ein Argument. Deshalb gehen sie ja zum Beispiel auch in den Kanton Zug oder an den Genfersee. Aber es gibt erstens eine ganz lange Tradition dieses Transithandels in der Schweiz. Also dass die Schweiz als Transithändler operiert hat, war schon im letzten Jahrhundert und im vorletzten Jahrhundert der Fall. Es gibt die entsprechenden Spezialisten hier in der Schweiz, die teure Leute sind, die man weltweit suchen muss und denen man gerne auch eine gute Lebensqualität zur Verfügung stellt. Das ist die Attraktivität für die Spezialisten, ist sicher ein Argument. Und auch eine Rechtssicherheit für diese Konzerne. Also dieses internationale, multinationale Geschäft funktioniert natürlich nur, wenn diese internationalen Regeln für den Welthandel, wenn die eingehalten werden. Und wie ihr wisst, ist die Schweiz ja Standort der Welthandelsorganisation, WTO, und hat sich immer ganz besonders stark für diese neuen WTO-Regeln eingesetzt. Und diese Regeln geben Investitionsschutz für die multinationalen Konzerne in diesem Bereich. Besteuerung ist sicher ein Argument. Wir wissen ein bisschen wenig dazu. Wie will die Konzerne Steuern bezahlen? Das mit den gemischten Unternehmen, das habe ich nicht ganz verstanden. Wo habe ich von gemischten Unternehmen gesprochen? Also ich habe, glaube ich, in meinem Teil davon gesprochen. Und ja, es gibt ja die Holding, die Form der Holding und die Form der Domizilgesellschaften. Und das sind ja eigentlich so Konstrukte, mit welchen man eigentlich einerseits Firmen verwaltet. So. Also man hat wie einen Verwaltungssitz hier. Und bei Domizilgesellschaften, man kann einfach vom Briefkasten Firmen sprechen. Und gemischte Firmen habe ich so verstanden, dass die teilweise eben Firmen kontrollieren und teilweise eben selber Firmen führen. Also dass das wie eine Mischform ist. So. Also da ist einfach, also mit den Holdings, oder? Das hat in der Schweiz haben sich die meisten Konzerne haben sich ab den 60er Jahren haben sich die Konzernsitze haben sich die Form einer Holding gegeben. Das war eine Veränderung, die stattgefunden hat. Eine Holdinggesellschaft verwaltet eigentlich finanzielle Beteiligungen. Das ist eine Finanzgesellschaft, die Investitionen managt und
schaut, ob sie neue Investitionen tätigen kann oder nicht. Die kauft Beteiligungen und verkauft Beteiligungen, und bei denen sind Mergers und Acquisitions, oder also der Aufkauf von anderen Firmen oder der Verkauf von Firmen, sind eigentlich dann ein Kerngeschäft des Konzerns. Also die Holding-Konzernhauptsitze, die gehören eigentlich zur Finanzindustrie. Und wenn ihr da die Spitzen der Schweizer Konzerne anschaut oder die Hauptsitze, was da in der Schweiz passiert, das könnte man eigentlich fast ein bisschen auch zur Finanzindustrie zählen, weil deren Hauptaufgabe liegt nicht in der industriellen Produktion, sondern liegt eben in der finanziellen Unterstützung der Tochtergesellschaften und im Kauf und Verkauf von Beteiligungen. Und das hat man seit den 60er Jahren vom operativen industriellen Geschäft getrennt, um flexibler zu sein und das Geschäftsportfolio schneller den Strategien und der Situation der Märkte anzupassen. Früher war das nicht so. Also früher gingen Schweizer Konzerne, ja, so wie die Basler Chemie, oder die haben die Roche oder die Vorgängerorganisationen der Novartis, Ciba-Geigy und Sandoz, die haben in der Schweiz produziert, machen sie auch heute noch zum Teil, aber die haben in der Schweiz produziert und die haben aus Transportgründen, weil es schwierig war, in allen Zeiten der politischen Instabilität Waren, Chemikalien aus der Schweiz irgendwie zu transportieren in die anderen Märkte, haben sie dann auch Produktionsanlagen in anderen Ländern angelegt. Näher bei den Märkten oder näher bei den Rohstoffen. Da war diese Investition von industriellen Überlegungen war sie getrieben. Und heute sind die Investitionen von finanziellen Überlegungen vor allem getragen, oder? Also man kauft Beteiligungen, um an bestimmtes Know-how, an bestimmte Patente zu kommen. Nestle kauft zum Beispiel systematisch Firmen auf, um Konkurrenz zu verhindern. Also wenn man verhindert, dass irgendwo in einem lokalen Markt ein ernsthafter Konkurrent entsteht. Also das sind Überlegungen von finanzieller Natur. Und hier hat sich so, wir sprechen von einer Finanzialisierung der Wirtschaft. Es haben sich zunehmend finanzielle Investitionsüberlegungen in den Vordergrund gestellt und es geht nicht mehr einfach um die Produktion, um den Bau von Fabriken in der Nähe der Rohstoffe. Das ist. Ist die Frage so beantwortet, Sandra? Ja, sie wurde von einem Teilnehmer oder einer Teilnehmerin gestellt. Ah, okay. Okay, super, dankeschön. AS. Sorry, ein bisschen. Also wir haben, darf ich noch etwas dazu sagen? Wir haben im Zusammenhang mit Syngenta, wir beobachten ja Syngenta ziemlich genau. Wir machen da so Feindaufklärung und versuchen ziemlich genau herauszufinden, was dieser Konzern macht. Und zwar auf der einen Seite, weil wir Beziehungen haben zu Opfern und zu Kritikern von Syngenta in verschiedenen Ländern des globalen Südens, aber auch, weil das ein Beispiel dafür ist, wie ein multinationaler Konzern funktioniert. Ich meine, es ist ein Teil unserer Kritikaufgabe
überhaupt zu verstehen, wie dieses System noch funktioniert. Das ist ja alles eine Blackbox. Die meisten Leute wissen, haben gar keine Ahnung mehr, wie dieses Wirtschaftssystem funktioniert und fühlen auch die entsprechende Ohnmacht. Und ich glaube, es ist auch eine Aufgabe von uns Kritikern, zu helfen, zu verstehen, wie das funktioniert. Und wir haben zum Beispiel da diese Übernahme von Syngenta durch die chinesische ChemChina haben wir ganz genau verfolgt. Ich habe auch eine ganz detaillierte Analyse geschrieben, wie so etwas abgeht. Und was wir hier sehen, oder, ist, dass Mergers and Acquisitions, Übernahme von Firmen und Abstoßen von Firmen, das ist ein eigenes Geschäft geworden, mit dem zusätzliche Profite, sogenannte Fusionsgewinne gemacht werden, die dann aus dem operativen Geschäft herausgepresst werden und die an die Aktionäre verteilt werden können. Übernahmen und Verkauf von Firmen ist ein Geschäft, in dem immer die Aktionäre am meisten gewinnen und die Beratungsfirmen die hohe Stundensätze haben bei diesen Projekten. Und bei der Übernahme von Syngenta durch ChemChina war es auch so, dass die großen Aktionäre, also die in amerikanischen und englischen Investmentfonds, denen Syngenta vorher gehört habe, die haben einfach große Profite gemacht aus dem Verkauf der Syngenta-Aktien und haben das ihren Aktionären weitergegeben. Ob das Geschäft irgendwie operationell für die Herstellung von Saatgut und die Herstellung von Pflanzenschutzmitteln einen Nutzen gebracht hat oder nicht, das wurde überhaupt gar nie diskutiert. Ich habe mehr als 1000 Artikel gesammelt über diese Fusion und ich kenne einen einzigen Artikel, der sich mit der Frage beschäftigt hat, was das mit Landwirtschaft zu tun hat. Der stammt von der Basler Ständerätin Maya Graf, oder? Die hat irgendwie gefragt, was das mit Landwirtschaft zu tun hat. Aber das interessiert heute die Investoren gar nicht. Die interessieren sich gar nicht mehr für die konkrete materielle Seite der Prozesse, sondern sie interessieren sich nur für den Stand der Aktien an den Börsen. Das ist eben der finanzialisierte Kapitalismus. Und es ist wichtig, dass wir lernen, das zu verstehen, wer unsere, ich weiß nicht, ich glaube, es sind fast Feinde, es sind nicht nur Gegner, wer unsere Feinde sind. Das ist sozusagen wie die eine Seite, oder die Analyse, was passiert da, und die andere Seite ist sicher auch, wie formulieren wir Widerstand. Und vielleicht kommen wir jetzt kurz zu dem Beispiel einer Kampagne, in der Silva, Ueli und auch Hans, der zuschaut, involviert waren. Ich komme nochmal auf die Folien zurück. Da haben wir eigentlich in Basel eine Kampagne losgelöst zum Konzern Syngenta. Uli hat schon sehr viel davon erzählt. Am Anfang stand eigentlich, dass der Kanton Basel, also Basel-Stadt, im Rahmen der Weltausstellung in Mailand 2015, das unter dem Motto lief, die Welt ernähren, mit Syngenta kooperierte. Und das war für uns wie ein idealer Einstiegspunkt, weil Syngenta selber adressieren war schwierig, weil der Konzern ist sicher nicht der Gegenspieler, mit dem wir irgendwie einen Dialog führen wollten, sondern es gab für uns die Möglichkeit, eben Basel-Stadt direkt zu konfrontieren. Und wir haben dann als Gegenveranstaltung
die internationale Konferenz Agrostadt Business organisiert mit Aktivistinnen, betroffene Menschen aus dem globalen Süden, die nach Basel kamen und auch von ihren Erfahrungen und von ihrem Widerstand erzählten mit Syngenta, während Syngenta in Mailand eben ihre Propaganda, wie sie die Welt ernähren, verbreitet. Also da haben wir versucht, eben eine Gegenveranstaltung zu organisieren, wie eben auch das andere Davos, wie das auch funktioniert. Im Anschluss haben wir den March Against Monsanto und Syngenta, heute Bayer Syngenta, mit initiiert. Und da war auch der Versuch dabei, diesen March gab es schon weltweit, sodass wir da auch eben in diesen weltweiten March Against Monsanto und Syngenta, also Monsanto war das eigentlich fokussiert, dass wir da auch Syngenta ins Spiel bringen als wichtigen Akteur. So, und so hat das wie ein Eigenleben angenommen. Also der March ist jetzt eigentlich eigenständig, da sind wir als Unterstützerinnen dabei, da sind einzelne von uns als Aktivistinnen und Aktivisten dabei. Das ist aber jetzt eigentlich von Multiwatch weg. Von dem her ist das auch wie ein Ziel, dass so Kampagnen oder Aktivitäten dann auch sich verselbstständigen. Wir haben dann auch einen Haufen Aktionen gemacht, direkte Aktionen, zum Beispiel an den Syngenta-Generalversammlungen, als es die noch gab, als sie noch an der Börse waren. Wir haben ein Schwarzbuch Syngenta veröffentlicht, wo wir all die Fälle und die Analyse über den Konzern veröffentlicht haben. Also ich kann da mal, das könnt ihr eigentlich bei uns bestellen. info@multiwatch.ch. Genau. Und die Kampagnen liefen auch darauf hinaus, dass wir eine Petition veröffentlicht haben, nicht in unserem Namen Basel, wo wir uns davon losgesagt haben, dass wir eben von den dreckigen Profiten von Syngenta mit profitieren wollen, dass wir das nicht in unserem Namen wollen. So. Also das gab wie eine Reihe von Folgeaktivitäten. Und die Idee ist eigentlich, dass wir durch dieses Handbuch und durch diesen Lehrgang auch solche Aktivitäten wieder entwickeln können, an mehreren Orten, dezentral. Und die Idee ist eben, wir alle haben zwar irgendwie einen Hintergrund, ein Wissen, aber wir waren nicht irgendwie alle spezialisiert auf Konzernbeobachtung, sondern wir haben wie unser Wissen eingebracht und haben auch vieles beim Versuchen halt gelernt und wieder neu versucht, so, um diesen Konzern in die Stirn zu bieten. Also das wäre eigentlich die Idee. Und wir waren damals auch vielleicht, keine Ahnung, zwischen 5 und 10 Personen. Die Idee wäre auch aus diesem Lehrgang eben wie mindestens eine Gruppe oder 2 Gruppen wieder herauszubekommen, die eben Interesse haben, eine solche Konzernbeobachtung mit Kampagnen zu verbinden. So. Jetzt gibt es da noch eine Frage im Chat, eine Frage an Silva. Wie schätzt ihr die Situation ein im Zusammenhang mit der Pandemie betreffend der Steuerzahlung der Konzerne? Müssen wir jetzt nicht eine starke Kampagne machen für eine Einführung von höheren Konzerngewinnsteuern oder eine Steuer auf Finanztransaktionen? Was findet ihr wichtig daran und möglich? Danke für die Frage. Also ich sage mal, was ich dazu denke, aber ich öffne dann gerne für alle. Ja, nein, also das stimmt natürlich. Das ist eine total
ein total wichtiges Anliegen im Moment, oder dass man nicht nur höhere Konzerngewinnsteuern fordert, sondern überhaupt höhere Steuern für Reiche, für Superreiche und so weiter. Einfach, dass man diese Umverteilung jetzt vorantreibt, vor allem auch, ja, wie du schreibst, David, im Sinne, dass sie für die Krise bezahlen müssen oder für die Auswirkungen dieser Krise. Ich denke, es ist ein extrem wichtiges Anliegen. Ja. Wenn du schreibst, was findet ihr daran wichtig und möglich? Ich weiß, also ich glaube, auf Multiwatch-Perspektive ist es zwar ein sehr wichtiges Anliegen, aber ich glaube, es ist für uns wie soll ich sagen, zu groß. Oder wir haben wie so unsere Spezialität, das sind diese Konzernfälle sozusagen, die wir haben und was wir machen. Und ich glaube, für uns wäre es sehr möglich, einen Beitrag an eine solche Kampagne in diesem Sinne zu leisten, zu sagen, ja, was die Konzerne eigentlich tun und so. Die Kampagne kommen müsste und tut sie ja auch eher von größeren Organisationen oder Parteien, denke ich. Aber ich weiß nicht, Ueli Elango, was meint ihr oder auch die anderen, die hier zuhören gerne. Ja, Ueli? Also wir haben natürlich schon ein Riesenproblem gehabt, immer überhaupt herauszufinden, wie viel Steuern diese Konzerne heute bezahlen. Also wir wollten das ja bei Syngenta auch wissen im Detail, und wir sind bei der Verwaltung dann einfach auf die Antwort gestoßen, das unterstehe dem Steuergeheimnis. Jetzt ist es natürlich, man kann ja darüber diskutieren, ob ihr bei den erfahren dürft, wie viel ich verdiene oder wie viel Rente ich habe und welches Vermögen oder ob es hier einen Schutz gibt oder nicht. Aber es macht sicher, es gibt kein Menschenrecht darauf, dass ein Konzern seine Steuerbelastung verstecken kann, vor allem weil dahinter immer auch Geschäfte stehen, Abmachungen zwischen den politischen Verantwortlichen und der Verwaltung und den entsprechenden Konzernen. Also ein wichtiger erster Schritt wäre überhaupt Transparenz darüber, was diese Konzerne an Steuern bezahlen. Das wäre dann ein erster Schritt, um eine gerechtere Belastung im Zusammenhang mit den Pandemiekosten zu verlangen. Und auch, wo sie Steuern bezahlen. Oder? Ich weiß, auch nicht, ja, genau. Fast die Hälfte, so viel ich weiß, oder 40% der Steuereinnahmen kommen eigentlich aus Gewinnverschiebungen, aus illegitimen Gewinnverschiebungen. Also das ist ein Kapitel im Handbuch. Das gibt ein Kapitel im Handbuch, oder? Wie man das herausfinden kann. Ja, und das müssten wir auch, also es müsste wie Teil dieser einer solchen Kampagne sein, zu sagen, sie müssen höhere Steuern bezahlen, aber nicht unbedingt wir. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, David, oder ob du auch noch etwas, deine Gedanken teilen möchtest. Okay. Es gibt ja auch die aktuelle Debatte. Vielleicht hast du die Frage darauf auch abgezielt, dass der aktuelle US-Präsident diesen Mindeststeuersatz fordert, oder? Von dem her ist es sicher es gab in der Schweiz wie immer diese Empörung dann, weil der US-Präsident die Schweiz als Steueroase bezeichnet hat. Also von den bürgerlichen Kreisen gab es die Empörung. Aber da ist sicher ein Spielraum vorhanden, und es bräuchte sicher vielleicht jetzt gerade auch eine Bewegung dazu. Ja, genau. Also wir wären sicher mit dabei. So. Ich glaube nicht, dass wir das lancieren könnten, aber wir würden das sicher unterstützen, und es wäre sicher ein mega wichtiger Schritt, weil wir auch immer gesagt haben, bei der Kritik an der Konzernverantwortungsinitiative, dass wir gerade die systemischen Ursachen auch für Menschenrechtsverletzungen, eben wie die ganze Steuerfrage, das kam viel zu kurz, und das eigentlich sehr wichtig wäre. Jetzt gibt es eine weitere Frage über den Chat. Ich lese sie schnell vor, weil ich weiß gar nicht, ob ihr, wie das
gelesen werden kann von allen. Wie viel Macht hat die Schweiz, das Verhalten der Konzerne mit Sitz in der Schweiz zu verändern? Könnte nicht nach strengen Gesetzen die Unternehmen einfach in ein anderes Land gehen? Also was kann alles gemacht werden im finanzierten Kapitalismus gegen die schlimmen Folgen der Konzerne? Also unser Modell, oder, für die politische Arbeit ist die eines Bündnisses mit Organisationen und Kritikern im globalen Süden. Also Multiwatch ist eine Drittweltorganisation, wie man dem früher gesagt hat, oder? Und ich meine, wir glauben nicht, dass wir in der Schweiz irgendwie im Gespräch mit den Schweizer Multis oder durch Überzeugung des Bundesrates oder irgendwie so die Geschichte entscheiden werden, sondern wir glauben, dass es irgendwie an die sozialen Bewegungen in Brasilien diese Pestizidlandwirtschaft stoppen müssen und dass das nicht in der Schweiz geschieht. Und was wir sehen uns als einen Pöstler für diese Bewegungen, also indem wir diese Fälle bekannt machen, helfen wir Aktivistinnen vor Repression zu schützen, zum Beispiel. Oder wir können ein Netzwerk herstellen, indem wir auch Informationen teilen mit Organisationen im globalen Süden. Aber ich meine, es ist relativ klar, dass dieser Krieg wird nicht in der Schweiz gewonnen oder entschieden. Aber wir können einen Beitrag dazu leisten. Wir sind deshalb auch nicht besonders daran interessiert, von Syngenta zum Kaffeebäuschen eingeladen zu werden. Oder? Das ist eigentlich, also für uns ist es interessanter, die Organisationen zu stärken, die in den Ländern des globalen Südens sich da mit dem Agromulti oder mit der Nestle auseinandersetzen. Und dazu sind wir ja auch nicht die Einzigen, die das versuchen. Oder? Es gibt ja in den anderen attraktiven Ländern für die Konzerne, also in Europa, in den USA und so, auch ähnliche Bewegungen wie die unsere. Und ich meine, klar kann man ja immer nur was Kleines machen, aber ich denke schon, das ist schon gewachsen, auf jeden Fall in meiner Ansicht, so diese Bewegung gegen die Straflosigkeit der Konzerne und so. Und ich glaube, oder ich hoffe sehr, dass man da zusammen auch eben vernetzt, auch im globalen Norden was ändern kann. Und ich glaube auch, wenn wir jetzt hier Erfolg hätten, dass aufgrund einer Kampagne von uns ein Konzern wegziehen würde, das gäbe so einen Effekt auch, dass der Konzern dort in das Land, wo sich der Konzern dann verzieht, dass dort eventuell auch die gleiche Kampagne gestartet werden würde. Also ich gehe immer davon aus, dass wir, dass unsere Kämpfe auch geteilt werden und dass sie eben, wie Silva vorher gesagt hat, auch in anderen Ländern stattfinden werden oder stattfinden. So. Vielleicht haben wir noch Zeit für eine weitere Frage, weil jetzt sind wir schon... Vielen Dank dir für die Frage. Ansonsten, wenn ich sehe nicht, ob jetzt noch getippt wird. Ansonsten würde ich nochmals sagen, ich weiß, dass wir das jetzt vielleicht ein, zwei Mal schon gesagt haben, dass wir uns freuen würden, wenn es Menschen gibt da draußen, die gerne sich engagieren wollen, sei es in diesem Projekt Konzernbeobachtung oder allgemein bei Multiwatch. Es gibt eben diverse Möglichkeiten und Aufgaben. Wir kommunizieren im Moment über Videokonferenz, also spielt nicht mal eine Rolle, wo ihr euch befindet. Also meldet euch. Ich poste nochmal meine E-Mail oder unsere E-Mail-Adresse. Und auch unsere Bankdaten, weil wir sind natürlich auch immer wieder froh über finanzielle Unterstützungen. So, ja, Silva.
Und ihr könnt euch auch gerne melden, wenn ihr jetzt euch für einen speziellen Konzern, aus welchen Gründen auch immer, sehr interessiert und irgendwie Lust habt, da mehr rauszufinden oder da Unterstützung irgendwie zu kriegen dabei, was zu machen, könnt ihr euch wirklich gerne melden. Das freut uns.